Für Niedersachsen ist es eine große Chance, zusammen mit der Messe ein bisschen Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Und das zu personalisieren, ist, meine ich, eine gute Chance. Die Kriterien, die Führungspersonen zu Leitfiguren machen, verändern sich. Mit den Produktionsmitteln, die verwendet werden, mit den Hierarchien von Unternehmen. Und wir erleben im Moment in der Hinsicht eine disruptive Veränderung vieler Unternehmen. Und deswegen erwarte ich von Führungskräften vor allen Dingen, dass sie Zukunft mitentwickeln können im Team. Versuchen Sie, sich mit den neuesten Technologien auseinanderzusetzen. Versuchen Sie, selbst zu einem Versprechen für die Zukunft zu werden. Zuhören zu können. Zuhören zu können halte ich für eine der wichtigsten Führungsherausforderungen, weil immer mehr in Teams und in Gruppen zusammengearbeitet wird von Leuten untereinander, die sich nicht kennen. Und das macht das Zuhören und das Schenken und das Aufmerksamkeitsgeschäft ganz neu und ganz wichtig. Ich muss fast alle digitalen Werkzeuge benutzen, teilweise nicht immer mit klaren Namen. Ich habe eine Professur für Medien- und Musikmanagement. Das sind die Felder, in denen diese Mittel und Devices entwickelt werden. Und wichtig ist, wenn man Familie hat, dass man die Dinge einfach abschalten muss, ganz egal, welches Mittel oder Medium es ist.